Willkommen Leute zu einem weiteren Duell, und zwar spielen wir heute nochmal mit den umwerfenden Helden, und ich würde gerne anfangen, wenn das geht. Nein, darf ich scheinbar nicht, okay, schade. Und er spielt 50 Karten im Main Deck und 15 im Extra Deck und nur 11 im Side, steht hier. Und ich darf anfangen, wunderbar, okay. Ja gut, dann mache ich das doch gerne, mein Freund. Wie wollen wir denn anfangen? Ich habe gar keine so tolle Hand, muss ich sagen. Ich würde sagen, wir beschwören mit Ein Held lebt, Shadow Mist aus dem Deck und suchen das Maskenwechsel, setzen die beiden Karten verdeckt, die Fallenkarten, und dann war's das. Denn Totally Awesome kann ich mir gerade abschminken mit der Hand. Okay, ist ja immerhin eine Möglichkeit. Und dadurch, dass er 50 Karten im Main Deck spielt, glaube ich nicht, dass es so ein guter Spieler ist. 60 oder 40? 60 vielleicht in Infernoid, was man mit der neuen Karte, den Rasenmähen, spielen kann. Aber sonst immer 40 eigentlich. Vielleicht auch mal 42, okay, wenn man den Desires spielt, aber mehr macht keinen Sinn, in meinen Augen. Ja gut, wir haben eine ganze Menge Background, und den Dark Lore holen wir dann nächste Runde, um halt noch die Search zu bekommen. Ganz wichtig. Und dann schauen wir mal. Solar-Wiederaufladung, alles klar, wir spielen gegen Lightsworn. GG. Du tust mir leid. Du wurdest gerade gedarklord. Oh ja, Leute. Darklore gegen Lightsworn ist halt, naja. Sofort entschieden, wahrscheinlich. Ist halt leider so. Wenn die kein Grave bekommen, was soll Lightsworn bitte machen? Gar nichts. Wenn er jetzt nicht die perfekte Starthand hat mit Totally Awesome oder so, wenn er sowas spielt, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass er was machen kann. So, Lumina fliegt weg. Okay, er spielt richtiges Lightsworn. Kein nicht verpflichtet Awesome, so wie ich. In den letzten paar Duellen. Verbindung verloren, ja. Insta-Win. Nice, nächstes Duell. Manchmal ist halt Dark Lore einfach ein Insta-Win. Ist halt einfach so. So, dann würde ich sagen, machen wir jetzt mal ein richtiges Duell, wenn das irgendwie geht. Und ich würde gerne anfangen. Bitte. Ich möchte ein First-Turn-Board aufbauen, was richtig cool ist. Na, komm. Schade. Ich will anfangen. Okay. Die Hand ist gar nicht mal so toll zum Anfangen. Okay. Dann kann ich damit leben. Good luck. Dankeschön. Wünschen wir ihm auch mal. So. Er spielt mein Lieblingsdeck-Thema. Okay, cool. Wir haben Twin Vista. Das ist schon mal schön gegen die. Und er hat seinen DNAP. So, dann wird er jetzt erstmal 1000 Karten setzen. Und er spielt sogar Cupidity. Okay. Würde ich nicht unbedingt machen, weil er halt, naja, eine ganze Menge von den Satella Knights verbannen könnte, was sehr nervig sein kann, wenn er irgendwie zwei Alter Irs verbannt hat, man ziemlich gelitten. Weil dann geht man so schnell out of Steam, das ist der Wahnsinn. Eine Fallenkarte nur, okay. Und ich habe Totally Awesome gezogen, quasi. Aha, okay. Die Fallenkarte wird mich behindern, das heißt, ich muss die loswerden. Jetzt ist halt die Frage. Eigentlich hätte ich sogar gerne einen Darklore gegen ihn. Weil die Sache ist, was soll er machen, wenn er DNAP im Grave liegt? Nichts. Gar nichts mehr. Eigentlich. Darklore ist gegen Fixsternritter genauso insta-win wie gegen Lightsworn manchmal. Aber die können halt oft noch XC-Plays raushauen, um halt dann den Darklore loszuwerden. Aber ich habe ja noch einen Strike. Das heißt, ich werde sogar Darklore beschwören und nicht Totally Awesome. Und ich werde erstmal die Backroll loswerden, auch wenn das jetzt Minus ist. Das ist ein Preis, den ich zahlen muss. Weil das Problem ist. Oh, Moment mal. Ich kann beides holen. Ich kann beides holen. Cool. Das Problem ist, die Backrow-Karte wird was Behindertes sein. Okay, doch nicht. Nevermind. Dann war es ein Misplay, aber kann man ja nicht ahnen. Es war kein Misplay, es war eine Fehlentscheidung. Ja, gut. Wir haben gewonnen, glaube ich. Also, wenn wir das noch verlieren, wäre es krass, weil wir können jetzt was richtig Cooles machen. Nämlich das hier. Ich vergesse immer. Fuck off. Scheiße. Das ist gemein. Dass er das Mixi hatte, wird jetzt alles drehen. Ich hätte jetzt Bubble Man noch rufen können, weil er meine einzige Handkarte gewesen wäre, wenn ich Mask Change und den gesetzt hätte. Aber in dem Fall kann ich mir das nicht leisten. Ich kann nicht alles dahin specialen, das geht nicht. Allein Totally Awesome wären so viele Karten, die er ziehen würde.
Das kann ich nicht zulassen. Scheiße. Da hat er mich jetzt echt geflasht mit dem Maxi. Aber gut, das ist halt eine sehr starke Karte, Maxi, muss man einfach sagen. Ja gut, ich könnte jetzt trotzdem beides holen, aber er würde mich so hart outplacen. Das kann ich nicht machen. Das geht nicht. Die Maxi-Challenge kann ich nicht nehmen. Da habe ich nicht genug für. Aber ich muss jetzt, was ganz wichtig ist, sofort auf Dark Lord gehen, diese Runde schon. Denn der D-Damp muss verbannt werden. Das ist ultra wichtig. Ach cool, stimmt, der muss ja sogar eine Karte abwerfen. Okay, die Brücke ist ganz okay. Dann zerstören wir jetzt den im Kampf, dann ist er schon mal weg. Wenn er jetzt Honest spielt, ne? Dann Hut ab. Okay, macht auch keiner. Alles klar, wenn mein Blechgoldfisch überleben sollte, was er wahrscheinlich nicht tun wird, dann habe ich theoretisch nochmal die Möglichkeit, auf Totally Awesome zu gehen nächste Runde. Aber mal schauen. Das wird jetzt eklig. Der Maxi hat mich zerstört. Der hat sämtliche Pläne zunichte gemacht. Aber. Soll ich das striken? Ja. Ja, das striken wir. Es ist der einzige gefährliche Monster-Effekt, den er hat in seinem gesamten Deck. Denn Alter Ir kann er sich abschminken. Und Normal Summon hat er jetzt verschwendet. Das dürfte jetzt die Endphase sein. Mit 1000 Background natürlich. Okay. Wunderbar. In dem Fall beschwören wir einfach mal Bubble Man normal und versuchen ein Totally Awesome zu basteln, was wahrscheinlich nicht funktionieren wird. Das können wir eigentlich abschminken, aber ich möchte Background triggern. Geht dann anders. Hallos? Möchte er zünden oder möchte er nicht zünden? Entscheide dich. Torrential wäre jetzt Insta-Win gegen mich. Das wäre jetzt schade, dann müsste ich aufgeben. Okay. Vanity's Emptiness habe ich jetzt nicht erwartet, aber kann er auch spielen natürlich. Dann renne ich ja mit allem rein. Wenn er jetzt eine Spiegelkraft hat, dann GG. Aber die spielt man eigentlich nicht in Dingens. Wobei eine Bebende. Eine Bebende könnte man spielen, ja. Ich muss riskieren. Sonst stagniere ich hier ohne irgendwas. Ja, okay. War die richtige Entscheidung. Eine Spiegelkraft wäre jetzt der Kill gewesen. Wobei, nein, doch nicht. Nur die Bebende wäre der Kill gewesen. Okay, dann beenden wir mal die Runde. Gut. Es wird jetzt schwierig. Je nachdem, was er noch hat. Er hat keinen Vega mehr. Man spielt nur einen in Fixstern Ritter. Er hat einen Alter Ir auf der Hand. Der ist aber ungefährlich. Den beschwört er auch, okay. Aber der dürfte egal sein. Er tötet meinen Bubble Man, okay. Damit komme ich klar. Den Schaden muss ich einstecken. Aber jetzt wird er 700, 1500 Schaden bekommen im Kampf. Und er wird seine Vanity verlieren. Bubble Man nochmal. Es wäre jetzt der Kill, oder? 800. 1600. Kommt sogar noch mehr Schaden, stimmt. Ne, 700 stimmt. 1500. Ja, das wäre genau der Kill, wenn ich Bubble Man dazu beschwören würde. Aber ob die alle drei da durchkommen, ich weiß nicht. Aber vielleicht kann ich jetzt eine Backrow von ihm triggern, weil er sieht, dass ich gewonnen habe, wenn die drei erfolgreich angreifen. Okay. Dann schauen wir mal. Habe ich gewonnen? Wenn ja, dann war das heute ein doppelter Dark Lore Insta-Win. Und eine Spiegelkraft. Ja, das ist egal. Ja, das war eine Verzweiflungstat. Damit haben wir gewonnen. Richtig cool. Zweimal Darklaw Instabin. Darklaw ist ein Arschloch. In jeder Hinsicht. Es sei denn, er hat jetzt noch irgendeine Backrow. Okay, Call. Ach, verdammt. Wisst ihr was? Das habe ich eben gar nicht gesehen. Ja, verdammt. Nevermind, wir haben nicht gewonnen. Das Ding ist, dass die Barrier nicht nur Beschwörungen verhindert, woran ich eben gedacht habe. Nein. GG. Es kann auch die Effekte von Fusionsmonstern verhindern. Aber wenn er gerade GG schreibt, dann scheint er mein Totally Awesome nicht zu verhindern können. Und dann habe ich wirklich gewonnen, ja.
Oder meint er, dass er gewonnen hat? Aber das könnt ihr jetzt eigentlich noch nicht wissen. Na, ich glaube immer noch, dass wir gewonnen haben wegen Totally Awesome. Er kann es scheinbar nicht loswerden, ne. Ja gut, dann lassen wir das mal so. Ja gut, die Barry hat mich jetzt ein bisschen gekillt, weil dadurch ist quasi Alter ihr nicht in die Verbannung geraten. Ohne Friedhof keine Chance, ja. Normal. Darklaw halt. Gibst du auf? Oder habe ich einfach so gewonnen? Okay. Das muss ich annullieren. Und generell hätte ich sowieso gerne Instant Fusion auf meiner Seite, deswegen nehme ich die gerne an. So. Wunderbar. Die nehmen wir uns schön auf unsere Seite. Auch wenn sie gebannt wurde, gilt das trotzdem. Und dann möchte ich mit Kryptik umwerfen nochmal Blechgoldfisch recyceln. Für nächste Runde vielleicht. Und dann kann er jetzt aufgeben. Denn er kann aus seinem Grave nichts mehr holen. Und ansonsten. Ja, da kann nichts Gefährliches liegen. Es geht nicht. Okay, das ist schade, aber. Nicht schlimm. Instant Fusion wäre jetzt nur ein Bonus gewesen. Aber die Barrier, das war ein cooler Move, dass ich da noch meinen Effekt verloren habe. Dadurch konnte er sein Alter wiederholen. Aber naja, ist er halt im Endeffekt auch nur ein Meatstick für ihn gewesen, ne? So, wir holen uns erstmal Totally Awesome. Und dann greife ich für Game an, würde ich sagen. Wobei, nee, ich beschwöre noch ein Monster. Denn, ja gut, wenn er jetzt hier irgendwie noch eine Fallkarte hat, die ich annullieren muss, dann wäre das blöd. Wir müssen noch ein bisschen weitermachen. Gut, dann holen wir uns auf jeden Fall Shadow Mist, denn dann bekomme ich einen gratis Maskenwechsel. Wenn ich jetzt hier gleich Goldfisch-Kombo abziehe. Die Sache ist halt, wenn ich jetzt ihn als Tribut anbieten muss, weil er da doch was liegen hat, dann kann er nicht mehr angreifen und dann kann ich ihn nicht killen diese Runde. Aber wenn ich jetzt hier noch ein bisschen weitermache und noch ein Mietzig dazu beschwöre, dann geht's. Ich mache jetzt mit Shadow Mist und Blechgoldfisch Nixie und dann habe ich quasi, ja, alles offen. Rematch leider nicht, denn, ja, wir haben heute schon ein Duell gehabt und die Folge geht zu lange. Und ich will halt nicht zweimal denselben Gegner haben, quasi, wenn er zweimal dasselbe Deck spielt. Deswegen mache ich ungern Rematch im normalen Let's Play. Aber das würde auch wahrscheinlich wieder so ausgehen. Naja, Quicksteinritter kann gegen Helden nicht so viel machen, einfach wegen Darklaw. Es ist halt der Kill, weil den muss im Grave sein, das geht nicht anders. Sonst kann das Deck-Thema nichts machen. Ich habe zwar sehr gern Quicksteinritter, aber ohne den Dnep im Grave geht nichts. So, darf ich jetzt bitte mal gewinnen hier? Wenn ihr so eine Situation habt gegen mich, dürft ihr gerne aufgeben. Ja? Das zieht nämlich die Duelle unnötig in die Länge, weil es ist entschieden, was soll er jetzt machen? Der könnte jetzt, keine Ahnung, eine Zauberkarte liegen, die sagt, ich bin die Schnellzauberkarte und wenn du mich aktivierst, dann hast du gewonnen. Selbst das könnte ich annullieren, ja? Gibt nichts, was mich jetzt irgendwie killen könnte. Und im Grave ist auch nichts. Den Maskenwechsel könnte ich jetzt aktivieren, theoretisch sogar noch. Also, ich könnte jetzt locker nochmal so. Ja, 6000 Schaden oder so drücken. Und Totally Awesome darf es gerne beenden. Auch wenn er safe hätte angreifen können. Da kann halt, wie gesagt, nichts liegen. Was ich nicht annullieren könnte. Gut, bis dann. Tschüss und vielleicht gibt es dann noch ein Duell, mal sehen. Aber vielleicht reichen noch zwei. Mal sehen. Bis dann. Ciao.